Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. In der letzten Folge haben wir uns bis zu den beiden Kollegen hier durchgeschlagen. Grüß dich, Thilo. Zusatzstream. dann reden wir mal mit denen und schauen mal, was die zu sagen haben. I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood. The baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure. And it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Nee. Ich weiß nicht, die wirken irgendwie seltsam. You are smart. It pays to second guess things in Krat. You'll live longer. Loners don't last around here. Let us know if you change your mind. We'll be waiting. Okay. Dann wartet mal. Mach sie hiede dreggede. Ja, schauen wir mal. Ich denke, hier geht's lang. Dann mal los. Rein nach. Jetzt habe ich den Namen von dem Gebiet vergessen. Hi. Na? Haben sie dich eingesperrt? Oh. Der ist auf jeden Fall ein bisschen dreckig. Ja. Ich erschreck mich hier schon. Ich hab's gewusst, das sah nach Falle aus. Direkt am Anfang mal ein bisschen erschrecken. Perfekt. Das sieht hier auch so aus, als würden hier ständig irgendwelche von den Dächern runterfallen. Du bist ein neuer Gegner, dich kenne ich noch nicht. Was hast du da in der Hand? Eine Milchflasche? Oh, du machst Schaden. Läuft. Und ich glaube, das ist. Was ist das wirklich? Das ist, glaube ich, wirklich eine Milchflasche oder sowas. Streugranate. Okay. So, zwei Wege. Hier gibt's Loot. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Mann. Oh. Weil ich durch den Boden durchfall, ey. Mein Gott. Brechkartusche Arg. Arch, arg. Da
Das Weingut La Bleivis hat eine lange Geschichte. Hier bin ich runtergefallen. Gut, hier gibt's nichts mehr. Alles klar. Ach, guck mal. Ah, ja. Okay, oder? Nee, wait. Ah, doch. Okay. Ah, hier bin ich. Okay. Gut, dann haben wir die Ecke abgegrast. Geht's weiter hier rauf. Hier fällt doch bestimmt wieder gleich einer irgendwo oben auf, von oben auf mich drauf. Oder aus irgendeiner Wand springt einer raus oder wartet hinter einer Ecke oder... Alle Ecken prüfen, ey. Alle Ecken prüfen. Ach so, einer. Okay, den hatten wir schon mal. Entschlossenheit, Kurbel. Ich sollte langsam leveln. Aua. Nee. Scheiße. Ach, an so einem Billo. Weil ich dachte, ich kann schlagen, habe ich immer wieder schlagen gedrückt, anstatt einmal zu blocken. Ach, ja. Gut. Hi, Leute, hier bin ich wieder. Grüßt euch. So, wo war jetzt hier? Hier fällt einer von oben runter, ne? Ja, genau. Und hier springt einer aus dem... Genau, passt. Erledigt. Die Milchkannen-Lady. Autsch. Okay, und da hinten haben wir alles. Passt. Hier war nix. Und da unten habe ich meinen Scheiß verloren. So, jetzt hat aber... Jetztle. Paul, grüß dich. Hi. Servus. Eine Eilmeldung kam gerade rein. Der Eindringling ist anscheinend Geppettos Puppe. Wer ihn zur Strecke bringt, muss diesen Monat keine Schutzgebühr zahlen. Oh mein Gott. Das ist hart. Das ist übel. Das ist übel. Einen nach dem anderen irgendwie. Ah, der spuckt irgendwas da oben. Shit. Autsch. Nee, jetzt hänge ich hier so saublöd in der Ecke fest.
Immer zu früh. Scheiße, Mann. Oh, fuck. Kommst du hier rein? Ja, damit bin ich einverstanden erstmal. Na, verdammte Axt. Wow. Ah, und dann sind da drei von diesen großen. Uff. Okay. Hi. Na? Ihr beide immer noch hier? Ja, ich bin's wieder. Die Milchkannen-Lady? Grüß dich. Boah. Oh, meine Bewegungen sind super langsam, was auch immer die da auf mich drauf kippt. Gut, das ist sehr nervig. Wie war das hier nochmal? Hier war nix. Hier unten steht dann eine. Warum kann ich hier diesen schweren Schlag nicht richtig machen? Das ist ein ganz schön mieser Mist hier. Oh, okay. Okay, okay, okay. Immer mit der Ruhe. Was auch hat mich... Okay, war da eine Falle oder was? Ich wollte doch nur mal hier hinten gucken. Ich wollte doch nur mal schauen. Okay, hier bin ich durchgekommen, ohne den getriggert zu haben. Ja, ist ja gut mit deinem Mikrofon, ey. Das ist ganz schön nerviges Geräusch. Okay, der unten ist... Ey, komm, ach nee! Ach, Mist, das ist jetzt, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. An so einem Billo-Bob da drauf gehen, ey. Hey! Ihr beide wieder. Grüßt euch. Na? Immer noch hier? Ach, die Milchkannen-Lady.
Fuck. Nicht drauf gehen. Ich darf jetzt hier an der nicht sterben. Alter. Ey. Du bist super nervig. Puh, okay. Gut, dann kriege ich zumindest mal meinen Loot wieder. Nice. Nice, nice, nice. Das passt. Nicht runterfallen. Und bitte nicht jetzt hier an diesen Spuckboys. Kurz mal in Deckung gehen. Uff. So. Ja, ist ja gut. Mit eurem Verfall. Oh. Da springt eine raus. Heiliger Strohsack. Ach, in eine Falle reingesprungen, ey. Hat der Dicke mich auf dem Schirm? Nee. Oh, jetzt wird's langsam eng. Jetzt wird's eng mit den HP. Oh 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 oh, das wollte ich so nicht. Ich hau ab. Ich hau ab. Nee, finde ich jetzt hier nicht so cool. Ich gehe einmal leveln. Die XP nehme ich auf jeden Fall mit, ey. Das ist mir... Da muss ich jetzt einmal zurücklaufen. Kein Leben, keine Heilung. Flucht. Okay. Ah, der Hund ist doch im Hotel gerade angekommen. Eigentlich dachte ich, ich soll ihn da nicht hinschicken. Aber anscheinend ist er jetzt hier. Und, nee, du nicht, aber du hast noch was zu melden. Legionswaffe kann mit einem Legionsstecker hergestellt werden. Benutze dazu die Benini-Handwerksmaschine beim Hotel. Ja, weiß ich doch. Legionswaffe herstellen? Welche können wir denn herstellen? Aegis? Oh. Das ist so ein richtiges Schild. Aber eigentlich mache ich doch perfekte Blocks. Säureangriff, physischer Angriff.
Der platziert da eine Mine. Eine Legionswaffe, die eine bewegungsempfindliche Landmine installieren kann. Okay, klingt cool. Falkenaugen. Die panzerbrechende Granaten aus der Ferne abfeuert. Das klingt auch geil. Panzerbrechende Granaten klingt natürlich schon auch cool. Okay. Technik und Entschlossenheit. Fortschritt, Entschlossenheit, Technik. Entschlossenheit, Fortschritt. Ja, keine Ahnung. Panzerbrechende Granate läuft. So, du hast was zu sagen? Nee, du hast nichts zu sagen. Du hast nur neues Material. Kauf ich. Erhöht Fortschritt des Griffs. Erhöht Technik des Griffs. Erhöht Entschlossenheit des Griffs. Entschlossenheit Kurbel. Ja, Moment mal. Ach so. Oh, okay. Wo ist er denn? Ach, du hast, er hat das Leben gesehen. Okay. And speaking of safety, please take care of yourself out there. You're not the only one who's curious. Most people get around to asking where I'm from. My looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. Okay. But I wouldn't be much of a tour guide. All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. Good. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know. I suppose my only connection to them would be weapons. Ein Waisenkind und die Waffen. Okay, Kratz. Wenn ich zu einer Exotin macht, kann ich dir sonst noch helfen? Ja. So, ich hätte gerne. Ja gut, die Axt können wir auf jeden Fall hier Klinge. Ich dachte, ich könnte den Griff auch irgendwie. Da stand doch was mit Griff und Entschlossenheit und so. Hm. Na, die war schon auch geil, aber ich behalte das Zeug erstmal. Aber da war doch, da stand doch jetzt was, Griff ändern, aber bei Griff ändern, ah, Griff ändern. Mit Hilfe von Eugenes Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach dem nach den Standardfähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft mit den und dem Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Ah, okay. Und ausgeglichene Kurbel. Und hier könnte ich nur auf Fortschritt gehen. Entschlossenheit zu D. Momentan ist beides C. Nee, dann können wir ausgeglichen bleiben, weil... Fortschritt, Technikkurbel, Entschlossenheitkurbel. Okay, verstehe.
Dann hätte ich mehr auf Entschlossenheit skillen müssen. Ich habe beides gemischt. So, wo ist jetzt dieser Hund? Ist er beim Geppetto? Habe ich beim Geppetto noch was zum Aufleveln? Hallo, Hund? Bist du hier? Geppetto, hast du noch was zu sagen? A victim of the petrification disease turned into a monster. Ja. That's just tragic. Could the disease lead to puppet frenzy? No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease. But puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans. Not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment, with a lie at the root of it. That's why my only wish is that you stay a good boy. No resentment. No lies. Ich habe jetzt hier gerade Lags. Warum habe ich jetzt Lags? Was passiert gerade im Hintergrund? Tut mir leid, dass ich jetzt hier rumfummel. Aber hier läuft doch gar nichts im Hintergrund. Das hatte ich noch nie. Habe ich noch einen Quarz? Nö. Das gefällt mir jetzt gar nicht, vor allem weil ich erst in einer... Ich bin ja erst in einer... Ich muss kurz mal einen Hardware-Monitor aufmachen. Ja, ist alles normal. Ich verstehe das nicht. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade... Okay, jetzt scheint es wieder in Ordnung zu sein. Ich habe Grafikkartentreiber aktualisiert letztens. Ist das schon die ganze Zeit? Das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen. Dass ich Frame Drops habe. Hatte ich noch nie. Ich versuche jetzt mal weiterzumachen. Ich behalte es im Auge. Mal sehen. So, wo ist der gute Hund? Da! Hi! Neben ihm sitzt eine Katze. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound. A descendant of the city's most aristocratic families, repaying debts is what we nobles do. Betrayal creates a debt that is particularly hard to pay back. But I am a man with generosity and mercy in abundance. I shall give you the honor of viewing my treasure, so that you may apologize. Dir meinen Schatz auszuhändigen, du musst ihn nur beweisen, dass du würdig bist. For this legendary treasure, das Ergo eines... Of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Ja klar. Töte stärkere Feinde, um selteneres Ergo zu erhalten. Der Schatzsucher Alidoro sammelt seltenes Ergo. Bei ihm kannst du Ergo gegen wertvolle Waffen oder Amulette eintauschen. Ja, wunderbar. Ein Regenschirm.
Ach, guck mal. Hier bekomme ich die Waffen der Bosse durch, wenn ich das Ergo habe. Etwas schwer. Also bin ich gerade wahrscheinlich. Ja, das ist mir egal. Und Amulette. Also ich kann mir jetzt hier aussuchen, ob ich ein Amulett oder eine Waffe haben will für das seltene Ergo. Oder mir eben Ergo gönnen. Cool. Ermöglicht Ausweichen selbst bei niedriger Ausdauer. Das ist nice. Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Auch cool. Bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Auch cool. Bei einem erfolgreichen perfekten Block wird vorübergehend der durch den Waffenangriff zugefügten Schaden erhöht. Auch cool. Und dann nochmal coole Waffen. Oh wow, ich kann mich nicht entscheiden. Kann ich meine Werte irgendwie sehen, die ich aktuell habe? Nee, ne? Das war Entschlossenheit und... War es Entschlossenheit und Technik? Genau, Entschlossenheit und Technik habe ich geskillt. Entschlossenheit und Technik. CB, BC, BC, der hat Technik A, Entschlossenheit D. Tatsächlich würde mich dieses Schwert am meisten interessieren. Großschwert. Es ist ein Großschwert. Dolch, stumpfe Waffe. Ja doch, das Großschwert, es würde mich wirklich interessieren. Was wäre denn das für ein... Das wäre die Flamme des Königs. Für die Flamme des Königs würde ich... Ja, okay, komm. Das nehme ich. Hier nehme ich auf jeden Fall... Anzahl der Fabelslots. Nee, proportional. Wobei das schon auch fett ist, ne? Oh, schwierige Entscheidung hier gerade. Ermöglicht Ausweichen selbst bei niedriger Ausdauer. Die Waffen werde ich nicht nehmen, aber brauche ich alle Amulette davon? Nein. Höchstwahrscheinlich werde ich die nicht alle gleichzeitig reintun. Deswegen nehme ich jetzt mal das mit den Fabelslots, weil das wäre jetzt so das nächste gewesen, was ich ausgewählt hätte. Und dann schauen wir mal, erhöht Max LP, erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Das ist ja jetzt sowieso absoluter Quatsch. Dann kann ich dieses Amulett reintun. Und Max LP erhöht maximales Gewicht. Reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. Dann nehme ich doch noch das hier und schmeiß mir die nicht verbrauchten Pulszellen rein. So. Boah, okay, meine Rolle ist wild jetzt. Ich bin schwer. Ich bin auf jeden Fall schwer. Aber das macht nichts, das habe ich so geplant. Marius, gibt's gleich wieder Dark Souls 3? Nein, heute nicht. Heute kein Dark Souls. Sophias Kräfte. Nee, ich will eigentlich leveln. Schade. Ja.
Ach so, Moment. Jetzt muss ich erstmal schauen, was diese neue Waffe hat, die ich mir da gegönnt habe. Entschlossenheit B. Das heißt jetzt erstmal wieder ein bisschen Entschlossenheit leveln. Hab gestern noch einen No-Death-Run gegen die Wand gefahren. Soll vorkommen. Hallo? Ach so, jetzt bin ich so schwer, weil ich beide war. Nee. Alter, okay, wow. Ich kann jetzt nicht mal mehr rennen. Sehr schwer, 103%. Okay, dann sollten wir vielleicht doch mal gucken, um einen Ticken leichter zu werden. 1,8. Ne, da geht's Gewicht hoch. Hoch, hoch. Okay. Wie sieht's hier aus? Gewicht 0,3. Physische Schadensreduktion, Feuerschaden, Elektrosäure wird erhöht. Ja, finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Und das ist sehr leicht. Dann haben wir die Verteidigungsteile. Kartusche. Auch noch ein bisschen leichter werden. Und dann das Material. Das ist schwerer. Da müsste ich mal gucken, ob ich noch ein leichteres Material vielleicht finde als 5,3. Wer hat die Materialien verkauft? Ich glaube er, ne? Nope. Oh, das Großschwert. Hattest du Materialien? Ja, du hattest Materialien, aber ich habe jetzt alles ausgegeben zum Leveln. Aber ist eh nicht leichter. Okay, ist alles gleich schwer. Oh, dann ist die Legionswaffe vielleicht noch zu schwer. Tauschen wir die auch mal aus. Nee, nicht herstellen, wechseln. Was wiegt denn die? 10,8. Gehen wir da, die, dann bin ich schwer. Hm. Bin ich immer noch schwer. Kann ich auch die Flammenberge reintun. Warum bin ich noch so schwer? Was habe ich noch? Das wird ja nicht zum Gewicht reinzählen, oder? Nee. Oh, die beiden sind brutal schwer, die Amulette. Naja, ich probiere es mal schwer. Mal gucken. Mit dem Schwert und den fetten Amuletten. Achso, nee, was ich erst noch mache, was ganz kurz mal schnell schauen. Waffe verbessern, genau die. Und dafür brauche ich eben, ja, okay, alles klar. Dann knallen wir uns mal ein bisschen Ergo rein. Und das Parademeisters benutze ich auch noch. Ja, let's go. Waffe verbessern, genau. Und dann das Ding. Ich glaube, dieses Teil wird sowas von reinknallen. Bin mal gespannt. Ich bin schwer, aber ich bin ja auch... Ich will ja auch einen perfekten Block machen. Das macht hier wahnsinnig viel Spaß und das würde ich gerne mehr machen. Hatte ich bisher immer so leichte Lags bei... Und mir war es einfach bisher nicht aufgefallen? Muss ich jetzt nachher echt einen Neustart machen? Aus irgendeinem Grund? Ich will eigentlich nicht den Stream neu starten, aber mir scheint fast, ich muss. Wait, hier ist es weg? Das war nur in der... Jungs!
Die sterben nicht One-Hit. Das ist ein bisschen schade mit dem riesigen Schwert. Ich hätte hier eigentlich einen One-Hit vermutet. Die beiden sind One-Hit gestorben. Okay. Wow, oh, dieses Schwert ist wirklich heavy. Da muss man ein bisschen anders spielen. Ich bin super, super langsam. Mit allem. Ach nee, das war Quatsch. Ich wollte das machen. So, ich habe schon wieder 8000... Ach, ich bin doch blöd, ne? Ach, egal. Na, gucken wir mal, was der Dicke kann. Spuckt der da links oben jetzt auch auf mich? Ey, ich klemm halt schon wieder in irgendeiner Ecke fest, ne? Fuck. Drückt er mich in die Ecke, aber ich hab mich da auch hingestellt, ne? Ich hab mich da halt auch einfach hingestellt. Ich weiß nicht, ob die Waffe mir nicht zu schwer ist. Ich hab schon alles leicht gemacht und bin immer noch schwer. Aber warte mal. Oh, das ist schon besser. Das fühlt sich schon besser an. Das ist halt auch eine schöne Reichweite tatsächlich. Es hat auf jeden Fall auch eine schöne Reichweite. Super, super langsam, ey. Super langsam. Mit diesem riesigen Prügel. Aber irgendwie cool, mir gefällt das. Ach, als ob ich sie nicht treffe, ne? Als ob ich sie nicht treffe. Kann ich hier aufmachen? Nee, das geht nur von der anderen Seite. Ach, ich bin schon wieder in eine Falle gelatscht. Alter. Also, ich glaube, das ist mir zu langsam. Schade. Schade, schade. Dann wäre es der Spazierstock vielleicht eher gewesen. Jetzt habe ich alles schon ausgegeben, ne?
Ja, weiß man vorher nicht. Ich hab nicht damit gerechnet, dass es so langsam ist. Okay, triff ihn einfach nicht. Ist okay. Ach, diese dämlichen... Die sind zu schnell für dieses Schwert. Glaube, ich muss dann vielleicht ein bisschen abwechseln. Aber das ist einfach wunderbar wuchtig alles. Viel, viel langsamer. Und gerade gegen schnelle Gegner ist das echt kritisch. Ich bin schon wieder in die Falle gelaufen. Oh, da ist er. Oh, shit, ich hab noch... Nee, 10.000 von diesen Ergos sind weg. Okay, das kann ich nicht machen. Das Schwert ist viel zu langsam, um da irgendwie um die Ecke zu rennen und dann schnell mal so einen Hund zu killen. Uff. Ah, und ich habe nicht damit gerechnet, dass der Dicke hinter mir herkommt. Na, scheiße. Welches Gewicht haben wir jetzt? Etwas schwer, immer noch. Ja, die sterben sogar schneller, ne? Als mit dem Großschwert, weil die Waffe schneller zuhaut. Und der springt in mich rein und ich kann einen zweiten Angriff machen. Das ist viel, viel besser mit... Aber die stirbt jetzt, die stirbt halt mit, brauche ich viel mehr Schläge für, aber es ist immer noch viel besser mit der Axt als mit dem Großschwert. Ja, kaum Schaden gekriegt hier, also. Ja, das Großschwert ist irgendwie cool, vielleicht findet sich noch der richtige Gegner, gegen den ich das einsetzen kann, aber es ist nicht die richtige Waffe für hier. Oh, scheiße. Fuck off, ey. Ja, und jetzt hast du natürlich so ein Timing drin, dass du mich killst. Ah. Wieso konnte ich ihn vorhin da vorbeilaufen und der kam nicht? Was war denn jetzt da in der Ecke? Ich habe gar nicht gescheit, nicht richtig gucken können. Ich glaube, in der Ecke ist nichts. Da brauche ich nicht hingehen.
Ah, diesen Dicken muss ich eigentlich killen. Diesen einen Dicken muss ich killen. Scheiße, ich will eigentlich... Ich hasse das. Die haben ein ganz komisches Angriffsmuster, mit dem ich nicht so richtig klarkomme, und das ärgert mich dann immer. Wenn ich einen Gegner nicht so richtig cool killen kann. Ja, ist ja gut, Leute, jetzt beruhigen wir uns mal wieder. Ach, Milchkannen-Lady, lass mich in Ruhe. Kein Bock auf dich jetzt. So, ja, wie machen wir das jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Hier hinten? Geht's hier weiter? Ja, sieht so aus. Ach. Ja, ist gut. Reicht. Oh, da kommt noch ein... Hab ich mich erschrocken. Wo kam die denn her? Oh, Mann. Ein Telefon. Hallo? Ich bin groß und stolz, wenn ich jung und mutig bin, aber klein und bescheiden, wenn die Nacht mir trübt den Sinn. Okay. Eine Boa Constrictor mit Bauchschmerzen, irgendwas in der Richtung stand da. Nicht der Schwertkampfkönig, okay. Der brabbelt ganz schön viel Zeug. Du bist nicht gewalttätig auch? Vielleicht ein bisschen. Daher hat dich das Ergo flüstert. Daher hatte ich den Dreifaltigkeitsschlüssel. Ich erinnere mich. Okay, da kann ich das Tor unten aufmachen. Was schon mal keine schlechte Sache ist, denke ich. Boah, was war denn hier sonst noch so? Ich habe noch zweimal Heilung, also alles gut. Geminis eiserner Schutz. Okay, das ist. Hier ist, geht's nicht weiter. Okay.
Gut, in dem Fall ist das der Plan, hier das Tor zu öffnen. Ah, ich hätte ja auch erstmal... Ah ne, hier ist ja auch eine Leiter, alles gut. So, jetzt ist die Frage, die beiden Jungs da oben, diese... Eine Wurfkugel. Liebes Ergo-Fragment, danke fürs Runterschmeißen. Was ist hier? Ah, Loot. Buntes Ergo-Fragment. Er ist wieder zurückgegangen. Okay, cool. Ja, ich meine... Versuche ich den jetzt zu bekämpfen? Nee, erstmal nicht. Hier kann ich doch sicherlich gleich irgendwo eine Abkürzung aufmachen. Zu dem Stargazer. Und dann würde ich ihn... Ja, guck mal. Wie ich es gewusst habe, dass da einer von oben auf mich drauf fallen will. Come on! Dämliche Hunde, ey. In allen Spielen, in allen diesen Spielen, einfach nur ätzend. Und dieser ganze Loot, der hier rumliegt, auch schon wieder nur Schmutz, was ich nicht benutze. Okay, darf ich nicht rüber? Alles klar, ich habe verstanden. Jetzt brauche ich nicht looten. Das ist auch wieder nur irgendwas, was ich schon, wovon ich schon viel zu viel habe. Hey, wer bist du? Aua! Fallen! Der Idiot sieht ja richtig gut aus, sagt sie. Ja, und da geht's zum Lobster. Hi, grüß dich. Ja, ich weiß schon Bescheid. Hier gibt's die Abkürzung. Ach Gott, was bist du denn? Wow, was zum... Was hat er denn? Heiliger Strohsack. Er hat... Ach Gott, und die... Kann er auch noch... Oh, oh, ich habe keine Heilung mehr. Und ich höre Hunde. Ich will einfach nur vorbei. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du aufstehst. Das sah schon so aus. Ich will eigentlich nur die Abkürzung zum Stargazer finden. Da. Oh, meine Güte. Komm, lass mich da durch. Danke. Ach, ihr beide seid weg. Okay, cool. So, jetzt können wir nochmal. Jetzt können wir nochmal. Da oben ist noch was. Da ist der reisende Händler. Legion-Kaliber, alles klar. So, wisst ihr was? Mit dem reisenden Händler und wie ich weiter an diesem hässlichen Typen mit diesen langen Stacheln aus seinen Armen klarkomme, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.